Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und bin keiner kennt, vor der Kamera und hinter Mikrofon, euer René, und ich begrüße euch heute recht herzlich zur nächsten Folge, zur vierten Folge von OMSI 2 Projekt Lemmental. Und hier in Projekt Lemmental befinden wir uns doch tatsächlich noch an der Endstelle der 452, nämlich im Birkenforst. Wir fahren jetzt als Betriebsfahrt zum Bahnhof Ost und vom Bahnhof Ost fahren wir dann als 457 zum Hauptbahnhof. Schön, alles in einer Folge. Ganz, ganz wichtig, diese Telefonnummer, die ihr gerade hier auf dem Bildschirm sehen tut, nicht anrufen. Diese existiert nicht. Die Vorwahl ist korrekt. Allerdings die andere, die hinteren Zahlen, 260, 217. 17 fürs Jahr 2017. 26.02 für meinen Geburtstag. War mein 40. Geburtstag an dem Tag. 26 dazu, der 17. 40. Kapischi? 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 Ja, ne? Ja, ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja. Wurscht. Fahren wir los. Als Betriebsfahrt. Damit wir zum Bahnhof Ost kommen. Damit wir dann unsere Tour weiterfahren können. Natürlich. Sein Fahrziel erreicht und endet hier. Bitte achten Sie beim Verlassen des Busses darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Genau. Die persönlichen Gegenstände bitte mitnehmen. Falls jetzt nur jemand drinnen war, ist ja Gott sei Dank niemand mehr drin. Wir waren ja als Betriebsfahrt. Also von links habe ich jetzt keinen gesehen. Von rechts kommt einer, aber der ist noch weit entfernt. Das schaffen wir schon. Ne? Das haben wir schon. Natürlich brauche ich jetzt auf diesem Wege hier natürlich kein Navigationsgerät. Ich kann mich hier aus. Ich weiß, wo ich hinfahren muss, damit ich zum Bahnhof Ost komme. Ne? Ich sogar wissen würde, wo ich hinfahren muss, um vom Bahnhof Ost zum Hauptbahnhof zu kommen. Oder Adlersbruch. Adlersbruch ist über Orbach zu erreichen. Zumindest in der Version Lemmental 3.0.9. Lemmental V3 updated. Wäre Adlersbruch sogar noch über. Bam, wie hat das andere nächste schon wieder? Wo die SB. Bam, SB 51 in 309 hinfährt, ne? Über Schattenburg nämlich, ne? Auch zu erreichen, ne? Weil da wäre in der Updated-Version, bitte schön, das Stückel zwischen Adlersbruch und Schattenburg nämlich verbunden worden. Ja.
Leider funktioniert der Update bei mir nicht, ne? Deswegen fahre ich hier die Originalversion, also die 3.0.9. Wobei die 0.09 sich von der 0.8 darin unterscheidet, dass hier eben die Fahrpläne umgestellt worden sind, die Umlaufspläne, sodass hier noch mehr Linienwechsel und Betriebsfahrten mit eingebunden sind, was bei der 0.8 nicht der Fall war. Bei der 08 hat es zwar auch ab und zu mal Linienwechsel gegeben, aber die fielen eher nur darauf hinaus, dass die 457 mit der 458 sich abwechselt und dann mit der SB52 und. Ne? So, da kommt eh keiner, da fahre ich gleich mit der Omi, wo ich hier, ne? Ich krieg sogar mal grün, da, danke schön. Ne? Richtig gut angefahren hier. Ne? Dann springt mir die Ampel auch gleich auf grün. Wenn's denn weiß. Ja, da haben wir sie schon. Jetzt wäre noch gut zu wissen, ob ich zum Pausenplatz muss oder zur Endhaltestelle hier. Ich glaube, ich soll zum Pausenplatz. Zumindest schaut es danach aus, weil der Pausenplatz so schön hervorgehoben ist. Pausenplatz 3. Alter. I need the help. Ah, ne, da steht überall nur Pausebreak, Pausebreak. Pausebreak, Pausebreak. Ja, dann würde ich sagen, muss ich da herüber. Ne? Schaut gut aus. Will ich dann nämlich dann eine Wende machen lassen. Ne? So. Hast du dich aktualisiert da oben? Ja. So eben. Um 2017 geht's los hier. Mhm. Ist mir eigentlich noch zu lang. Zum Warten. Gehen wir mal 15 ein. So. Ja, dann können wir mal schon da den Wechsel durchführen. Also den Parkplatzwechsel. Den Platzwechsel. Ja, da sollte ich jetzt wohl oder übel kurz warten. Na, fährst du oder fährst du nicht? Hallo, durch dich krieg ich noch Verspätung. Na, fahr endlich. Ups, da hat meine Kamera gewackelt. Auf die warte ich jetzt nicht. So, machen wir das Türchen auf, gehen wir die Linie erstmal ein, Hauptbahnhof, das schaut gut. Guten Abend. Guten Abend. Ja, wieso nicht gleich? Tag.
Mein Herr, ich fahr los. Plus 01. Guten Tag. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Mach das auch noch. Danke. Bitte. Also, ich hatte ja schon geschlossen. Die Trutel. Aber ist eh rot. Muss eh warten. Nächste Haltestelle, Lemmental, Bonner Gürtel, Polizeipräsidium. So, wo? Zu Flora. Ah, übers Technologiezentrum fahren wir. Übers Technologiezentrum, da hinten fahren wir rum, okay. Ja, gut zu wissen, ne? Zumindest weiß ich schon mal, in welche Richtung ich gehen muss, ne? Ich breche nicht einmal jetzt dann den da. Aber naja, schauen wir mal. Ne? Lass mal's nach wieder machen. Ne? Guten Abend. Guten Abend. Da gerade irgendjemand gehupt gehabt? Oder bin ich schon ganz deppert? Hallo. Guten Abend. Da war Gott grün. Nächste Haltestelle, Lemmental, Altborner Weg. Entschuldige, Mozart, aber ich werde die Ansage mal auch irgendwann noch checken. Muss ich mir auch irgendwann mal merken, dass ich die Altborner Weg Ansage mal durchchecken tue, ne? Mittels Audacity. Und hier eventuellerweise den einen Teil dann mal rausschneiden. Mhm. So schön gemütlich darüber. Schön gemütlich über das Technologiezentrum düsseln. So, momentan bediene ich wieder mal Türen und Sichtschalen, alles über das Lenkrad. Momentan oder so.
Ja, klar. Natürlich muss ich da schon wieder rot kriegen. Wieso nicht, ne? Na, grün. Normal. Abend. Na, wenn du einmal den normalen, ne? Ja. Danke. Bitte. Einen normalen Fahrschein, bitte. Einmal normal. Danke. Bitte. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke mit dem Zehnerzoll, ne? Sehr schön. Dankeschön. Bitte. Einmal Kurzstrecke. Einmal Kurzstrecke. Na, du zahlst wenigstens mit einem Hünger. Dankeschön. Bitte. So, das Stadthaus als nächstes. Entschuldige, dass ich so spät dran bin, aber hallo. Da hinten haben wir ein paar Leute Karten gekauft. Einmal normal. Und Martin will auch eine. Das war jetzt ein bisschen viel, gewesen, wa? I know. Falsch gerechnet, ne? Sorry, ne? Tut mir leid. Hättest du das Geld halt nur mehr. Hättest du dir halt gefreut, wenn du mal noch weniger Zeit hättest, ne? Von auch, der muss sich aufregen darüber, dass er zu viel Rückgeld kriegt. Ruhe da hinten, ja. Sonst fahr ich gleich über Rot drüber. So ein Spritz Granada. Ama Granada, nada nada nada, Granada, nada nada nada. Hallo. Hallöchen. Da kommt Kollege wieder. Perfekto.
Was? Unfall? Was für ein Unfall? I don't know for an Unfall, ne? Hallo. Kommt da noch mehr? Dankeschön. Was für ein Unfall, ne? Das hat ja den Just verfahren. Ja, sie, aber... Du, das ist aber sehr gefährlich, Kollege. Das ist aber sehr gefährlich gewesen, ne, was du da gemacht hast. Nächste Haltestelle, Lemmental-Bonner Gürtel, Post. Ja, irgendwie fühle ich mich fast wie zu Hause, wie in Rheinhausen hier, ne? Mit den ganzen roten Ampeln. Rheinhausen typischerweise lauter rote Ampeln, ne? Rheinhausen lässt grüßen. Ja, dann fahrt wenigstens weiter, jetzt habt ihr grün, oder du hast nicht grün gehabt. Könnt das aber jeder fahren, wenigstens. Du musst nicht auf mich warten da. Wenn ich nur rot gehabt hab. Schönen guten Tag, guten Abend, Hallöchen. Eigentlich hatte ich da vorne auch geschlossen gehabt, aber bitteschön, ne? Nächste Haltestelle, Lemmental-Feuskamm, 4 Buchen. So, und erneuterweise hier beim Betriebshof vorbei. Guten Abend. Guten Abend. Eine Tageskarte, es ist kurz nach 20 Uhr, es ist schon 20.30 Uhr und der will eine Tageskarte haben. Was habt ihr noch vor? Was habt ihr bitte noch vor? Nächste Haltestelle, Lemmental-Feuskamm. Franz-Kuhl-Straße, Umsteigemöglichkeit zur Linie 458. Jo. Jetzt hätte ich mir schon gedacht, na, da könnte ich jetzt durchfahren, aber nee, nix da. Alte Wunsch. No, da kommst aber schwer in die Gänge. Nächste Haltestelle.
oder der wir durch. Dankeschön. Nächste Haltestelle, Lemmental-Volzkamp, Kirche. Jo. Das war eine einzige Station, die ich durchfahren habe. Und schon darf ich wieder stehen bleiben. Ja, wieso kommt ihr so spät daher? Guten Abend. Ja, tschüss. Ich kriege eine Verspätung auch wieder zusammen. Hallo. Hallöchen. Guten Abend. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Also der ist gerade im Stimmbruch, ne? Guten Tag. Hallo. Hallo. Eine Kurzstrecke haben wir aber. Ne? Eine Kurzstrecke, ne? Ich hätte schon fast geglaubt, du hast korrekt zahlt. Super, und ich krieg da gerade rot. Na, dann wechseln wir mal komplett einmal da um auf die Spur. Blockieren wir halt ein bisschen mit unserem Eck da hinten. Ne? In der Hoffnung, dass niemand da reindüselt. Nee, ich geh nicht grün. Ich muss noch warten. Dürfte ich bitte? Danke. Ich hab eh schon 2,5 Minuten Verspätung. Nächste Haltestelle, Lemmental-Donnerkuttel, Zechergasse. Hallo. 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 Guten Abend. Guten Abend. Türchen zu. Also wo sieht's? Fährst du oder fährst du nicht? Nächste Haltestelle, Lemmental, Höfe. Umsteigemöglichkeit zur Linie 453.
den Sightseeing-Verkehr. Genau. Zum Sightseeing-Verkehr um die Zeit, ne? Jo, und jetzt machen wir eine kleine Sightseeing-Tour zu sehen, gibt es Lemmental bei Nacht. Sehr interessant wahrscheinlich. Sehr interessant. Also da haben wir das Rathaus, der größte Stromfresser von Lemmental, in der Nacht, weil komplett beleuchtet. Da haben wir das alte Rathaus, der zweite Stromfresser von Lemmental, war ebenfalls komplett beleuchtet. Ist ja das alte Rathaus, ne? Das muss man ja auch sehen können. Also ich glaube mal, einsteigen wird mir jetzt keiner mehr, weil wir schon fast am Ziel sind. Genau. Also Handys, Brillen, Handtaschen, Aktentaschen, bitte alle mitnehmen. Nichts vergessen im Bus. Ja, alles was vergessen wird, ist meins. Das steckt immer ein. Na, ich hab nichts gefunden in meinem Bus. So, gehen wir gleich wieder mal umschildern. So, dann müssen wir da schauen, dass wir da warten kurz, weil, ja genau, da ein bisschen, gut, Stau herrscht. Leute, das ist aber kein Parkplatz, das ist ein Aussteigeplatz, ne? Ihr wisst das schon da vorne, oder? Hey Kollege! Nix Pauseplatz, Pauseplatz vorne. Pauseplatz vorne hier, ne? Nix da, da. Fahren weiter, bitte. Kollege. Kollege hört mich nicht. Kollege taub. Da muss ich erstmal funken gehen.
Geh Martin, fährst bitte mal weiter. Du blockierst da gerade hinten, oder? Aus deinem Rollstuhlfahrer schon wieder mal an Bord. Ja, was ist jetzt da? Ich würde gern. Na, dann lass ich aussteigen. Gut, das gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Was macht der da vorne? Das schauen wir uns ja mal an. Das schauen wir uns ja mal an, was los ist. Ja, und da wird noch einer rein. Was soll das? Da sind so viele Busse. Martin, bist du deppert oder was? Kannst du ja nicht da stehen bleiben? Was ist der Platz da vorne? Kapier ich nicht. Bleiben wir da stehen. Ja, er hat's gerade. So, A-Part ist um 46. Na, da kommt er, oder was? Wer ist denn das jetzt? Wo wirst denn du hin? Wer, wenn du mir da eine tüdelst? Wer? Na klar, das ist der Geschäftelhuber von vorn. Das ist der Geschäftelhuber von vorn. Was soll denn das? Müsst du mich veräppeln? Dann stellen wir sie lieber vorne hin, wo ich hingehe. Wo kehren dann hier? Als 452. Oder? Au. Nein, 455. Als 455 war ich dann noch, oder? Also auf den hier, ne? Okay. Stören wir sie heute, also heute störe ich, meine Herrschaften, ne? Das muss jetzt noch sein, ne? Ja, bevor der mir eindieselt hinten, der blöde Kollege. Stören wir lieber gleich auf dem, zur richtigen heute stören wir hin, ne? Ich glaube, bis so. Ja, da hätte ich mir ja sparen können, zum Pausenplatz hinzufahren. Ich ist mir auch gleich der Spurenkino. Das
wird die heute stehen. Ja, genau. So. Mal noch kurz abwarten. So. Und mit diesem Bild, meine Damen und Herren, bedanke ich mich für heute, fürs Zusehen bei euch beim nächsten Mal hier auf Lemmental. Das ist nice. Das ist eine nice, das ist ein nicer Screenshot, wie es gerade gemacht ist. Ne? Also, ne, also beim nächsten Mal hier die Linie 455 und zwar zum ZOB vom Hauptbahnhof aus gesehen. Ne? So, dann hätte man nach der Linie zum ZOB. Da würde ich eher sagen, beim nächsten Mal werden wir gleich die Linie komplett fahren. Die 455 Hauptbahnhof ZOB und ZOB Hauptbahnhof, inklusive der Wende dann hier wieder, werden wir dann komplett fahren. Könnte ich mir gut vorstellen, weil ist nicht so weit, also ist nicht allzu viel, ne? Die eine Fahrt dauert nur 10 Minuten ungefähr. Das geht ja aus. Das können wir schon schaffen, ne? In 10 Minuten. Ne? Dann steht noch die Fahrt 457 zum Bahnhof Nordost an. Dann hätten wir noch eine Fahrt vom Bahnhof Ost als Betriebsfahrt zum Birkenforst wieder. Dann hätten wir noch die letzte Fahrt von Birkenforst nach Hochstrund als 452. Nicht Kleinsteinburg, Altwalde, sondern nach Hochstrund. Interessant. Und dann von Hochstrund geht es als Betriebsfahrt zurück zum Betriebshof. Na denn, viel Spaß, meine Damen und Herren. Wir haben da noch ein bisschen vor uns. Und wenn ich mir das so richtig anschaue, das wird schon hinkommen, das wird schon passen. Das können wir schon machen, das kriegen wir schon hin. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Samstag, meine Damen und Herren. Ein schönes Wochenende, falls ihr das heute gleich mal anschaut hier. Ding nun. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, 4.55, ne? Fahren wir. Ciao, servus, bye bye.